Heute sind wir hier, um euch über zwei neue Systeme der Flächenbearbeitung für Pietra Spaccata zu berichten. Alles beginnt natürlich mit Primus. Ich werde es euch jetzt zeigen. Wir beginnen jetzt mit dem Auftragen von Segui il tuo istinto. Jetzt können wir fortfahren mit der Verarbeitung Pietra Spaccata, wie wir es bereits in vielen anderen Videos gesehen haben. Jetzt ist der Moment gekommen, den Glanzeffekt einzubringen. Heute wollen wir einen kleinen Trick hinzufügen, mit dem die Polierarbeit einfacher und weicher wird. Den Wassersprüher. Sprüht ein wenig Wasser auf die Erhöhungen und die Bearbeitung wird leichter und weicher. Eine andere wichtige Anwendung des Wassersprühers gilt für den Fall, dass sich Risse im aufgetragenen Produkt gebildet haben. Es genügt, ein wenig Wasser aufzusprühen und mit einem Spachtel in entgegengesetzter Richtung darüber zu fahren, und die Fläche glättet sich und wird sehr schön. Gut, es ist fast trocken. Man beginnt, weiße Streifen zu sehen, und das ist der Moment, die Oberfläche zu kompaktieren, um den Glanzeffekt zu erhalten. Gut soweit. Der Pietra Spaccata ist jetzt trocken und hat seine glatten und seine bearbeiteten Anteile. Hier werden wir jetzt etwas besondere Oberflächenbearbeitungen entwickeln, raffiniert und auch mit etwas Klasse. Aber alles beginnt mit einer Auftragung von Gioia, die wir in zwei Durchgängen und zu 30% mit Wasser vermischt auftragen. Zwei Anwendungen mit der Verdünnung sind einfacher als eine mit dem unverdünnten Produkt. Wir schlagen also diese Lösung vor. Wir können beginnen. Es ist auch so bereits schön, aber wir machen einen zweiten Durchgang. Wir wollen es völlig uniform. Auf diesen Pietra Spaccata haben wir FR Gioia aufgetragen. Er absorbiert jetzt nichts mehr und wir können jetzt damit beginnen, etwas spezielle Färbungen aufzubringen. Auf dieser Seite machen wir es etwas einfacher, während wir es auf dieser Seite sehr kreativ und künstlerisch gestalten. Dabei lassen wir euch die Möglichkeit, auch was die Farben betrifft, das zu entwickeln, was ihr wollt, selbst wenn unsere Muster andere Dinge vorschlagen. Wir beginnen hier, ein wenig Farbe aufzutragen. Ein Grau, das wir in die Äderung einbringen. Wir bringen also mit einem Schwamm die Farbe in die Löcher und Vertiefungen. Worauf wir dann anschließend mit einem feuchten Schwamm arbeiten, um die auf den glatten Flächen befindliche überschüssige Farbe zu beseitigen. Auf diese Weise erreichen wir die Tiefe dieser farbigen Äderung. Das war recht einfach. Ein schönes Grau. Wir haben diese Maserung im Pietra Spaccata. Der Marmor ist weiß, aber darauf ist diese graue Äderung. Jetzt gehen wir über zu etwas Komplexerem, nämlich eine Maserung mit verschiedenen Färbungen. Hier kann die Kreativität sich entfalten. Wir geben euch allerdings präzise Anweisungen. Wir zeigen euch jetzt, wie man zu diesem Ergebnis kommt. Wir beginnen also mit der Auftragung dieser Rostfarbe, die als Basis für die folgenden Arbeitsgänge dient. Auch sie wird zu 30% mit Wasser verdünnt.
Hier haben wir jetzt diese schöne braun-goldene Äderung, die in einem Pietraspacata fantastisch aussieht. Jetzt werden wir hingegen eine Zeichnung mit einer schwarzen Ader erzeugen. Hier ist ein wenig Geschicklichkeit gefragt. Also Vorsicht! Wir bringen die Farbe ein und mit dem nassen Schwamm wischen wir alles Überflüssige ab, um damit diesen Eindruck einer die Wand durchziehenden Ader hervorzubringen. Was für ein Schauspiel, hä? Hier treten wir in die Welt der Kunst ein. Aber wie ihr gesehen habt, ist es nicht unmöglich. Es ist ein wenig Entschlossenheit gefragt, etwas Hingabe. Und dann wird diese Ader wirklich unglaublich schön. Ihr habt doch sicher in euch die Lust, was zu machen, etwas zu kreieren und zu experimentieren. Hier ist eine einfache, aber sehr raffinierte Anwendung, während wir hier auf der anderen Seite eine etwas schwierigere, aber extrem kreative Arbeit sehen. Beide Arbeiten werden mit Glas zu Ende gebracht, das wir immer mit dem Schwamm aufgeben, und zwar pur, vorausgesetzt, es handelt sich um eine Produktion aus dem letzten Jahr. Sollte es älter sein, muss es mit Wasser verdünnt werden. Wir sind am Ende angelangt. Die Wand ist fertig.